Also die Idee, Suppe im Brot zu essen, ist ja nichts Neues. Gab wahrscheinlich früher schon und haben auch diverse Kunden schon öfter bei uns bestellt. Und ja, jetzt kam die Promenade auf uns zu aus Vechtau und hat gefragt, ob wir nicht mal so ein Sonderbrot zum Jubiläum kreieren können, zum Thema Suppe. Und ja, wir haben da verschiedene Versuche gemacht und das, was wir jetzt heute gesehen haben, kam am besten an. Und ja, wir hoffen, dass das auch bei den Kunden gut ankommt. Das ist ein Roggenbrot, also ähnlich wie unsere Roggenbrötchen, also 50% Roggen, 50% Weizen, mit etwas Sauerteiganteil, mit unserem eigenen Sauerteig, den wir ansetzen, mit etwas Malz und ja, mit einer langen Teigführung und halt mit einem kräftigen Geschmack. Ja, wir haben auch ein Roggenmischbrot im Sortiment, was wir schon seit mehreren Jahrzehnten so backen, was auch Opa Heini heißt. Also ich bin ja die vierte Generation, Bäckergeneration bei uns in der Familie. Mein Opa war dementsprechend die zweite Generation und nach ihm haben wir ein Brot benannt, was auch quasi von seinem alten Rezeptbuch herstammt. Das Schöne am Bäckerhandwerk ist einfach, dass man am Ende des Tages sieht, was man nicht nur selber, sondern als Team, weil das ist immer eine Team. Arbeit, so ein Brot herzustellen, geschaffen hat. Also der eine fängt an und macht den Teig, der andere arbeitet es auf, der andere backt es ab, dann wird es in eine Filiale gefahren, verkauft. Also es ist wirklich das Teamwork von A bis Z und das ist halt das Schöne, dass man halt am Ende des Tages sieht, was man geschaffen hat.